Mein Name ist Diana Sujew und ich starte für die LG Eintracht Frankfurt und bin zu Hause auf der 1500, aber laufe auch gerne mal die 800 und auch mal gerne 3000 und vielleicht in Zukunft auch mal die 5000. Immer positiv denken. Ich habe oft früher so alles negativ gesehen. Ich glaube, ich wäre gerne ein Hund, weil Hunde, das sind halt, ich muss ehrlich sagen, ich habe selber Angst vor Hunden beim Laufen. Aber wenn ich so sehe, wie die Herrchen sich um den Hund kümmern und immer so gemütlich und immer zu futtern bekommen, und dann wäre ich gerne ein Hund. Da kannst du auch vielleicht Menschen retten, wenn du so ein Rettungshund bist, ja. Ja, also helfen, so Helfer, so ein Helfersyndrom, so wie, soll ich das dir bringen? Ich habe noch was liegen zu Hause, soll ich dir vorbeibringen? Ich habe hier noch was kostenlos, willst du es haben? So. Naja, aber ich liebe alle Sneakers von New Balance und meine Laufschuhe. Ich liebe die, die ich gerade anhabe zum, zur Erwärmung. Milch für meinen Kaffee, weil ohne Kaffee geht gar nichts. Wir wollen jetzt zwei Sportlerinnen ehren für ihre Erfolge bei den Europameisterschaften 2012 in Helsinki. Wir gratulieren nachträglich zur Silbermedaille über 1500 Meter. Diana Sujew. Im 2012 bin ich Sechste bei der Europameisterschaft in Helsinki geworden, über die 1500 Meter. Und in dem Jahr haben die zwei Türken, die gewonnen haben, ist die eine schon disqualifiziert worden, weil die beiden Olympiasieger wurden, 1 und 2. Da habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Da bin ich, glaube ich, auf 4 vorgerutscht. Und dann vor 3 Jahren habe ich erfahren, dass ich Dritte bin. Und vor 2 Jahren war es, glaube ich, erfahren, dass ich dann auf Silberrang gerutscht bin, aufgrund von Dopingvergehen der Konkurrenz. Und ja, das freut mich natürlich, dass ich das wenigstens, auch wenn es sehr, sehr spät ist und ich eigentlich davon ja bestimmt nicht viel habe, zumindest habe ich die Medaille dann, dass ich mal vielleicht meinen Enkelkindern erzählen kann, hier, ich habe mal in meiner sportlichen Karriere eine Medaille geholt. Ich glaube, das ist das Schönste, einfach diese Erinnerung dann. Ich habe gerade auch mehr Herzklopfen gehabt als irgendwie bei den letzten Läufen, weil es kann einem sowieso keinen nehmen. Also ich habe, als ich das erste Mal gehört habe, als ich eine Medaille bekommen habe, habe ich Tränen in den Augen gehabt, weil das ist einfach, mir geht es gar nicht um die Sponsorengelder. Also ich meine, das ist eigentlich alles beiläufig, aber dieses Gefühl, einfach ins Ziel zu kommen und man hat eine Medaille gewonnen, die Flagge zu halten, ich glaube, das nimmt einem keiner. Und das hatte ich halt nicht, diesen Ruhm, eine Ehrenrunde vielleicht zu drehen. Und ja, das kommt auch nicht wieder. Aber wie gesagt, ich glaube, es geht nicht nur mir so, es geht leider bestimmt vielen Sportlern so, die nachträglich eine Medaille bekommen. Also meine erste deutsche Meisterschaft hatte ich 2006 in Bochum über 800. Da habe ich aber noch die 800 gar nicht so richtig, ich war noch keine richtige Läuferin. Ich habe noch keinen Dauerlauf gemacht und bin die 800 einfach so mitgelaufen. Und dann hat sich das so entwickelt. Ein Jahr später war ich bei der U18-WM über 2000 Meter Hindernis. Und das nimmt so seinen Lauf. Man leckt Blut, man denkt sich, oh, das ist cool, dabei zu sein, das macht Spaß. Und man ist vielleicht doch ein bisschen talentiert. Und dann entwickelt sich das. Dann spricht einen der Bundestrainer an oder der Landestrainer. Und dann nimmt es so seinen Lauf. Ich meine, man darf aber nicht aufgeben, weil wenn andere einen abschreiben, dann ist es das Schönste, wenn man zurückkommt und dann... Also ich bin ja bei der Bundeswehr und deswegen ist nur so ein Fernstudium möglich. Und aber dieses Jahr bin ich schon an meiner Bachelorarbeit dran, also sollte ich mal bald fertig werden. Internationales Management in Ansbach an der Fernhochschule. Ich mag es zu studieren, also mir macht es auch Spaß. Wie ich ja gesagt habe, ich bin nicht so ein, ich kann nicht nur Training, nichts machen Training. Mir fällt es auch nicht schwer, im Trainingslager mich hinzusetzen, an meiner Bachelorarbeit zu schreiben. Also da bin ich halt so, mir macht auch Spaß, so mich zu bilden und so. Für die LG Eintracht Frankfurt an den Start geht Diana Sujew. Ich habe lange keine deutschen Hallenmeisterschaften mehr gehabt. Meine letzten waren 2013 in Dortmund. Und Halle ist was anderes, du darfst keine taktischen Fehler erlauben. Ich habe jetzt selbst in Boston erlebt. Ich bin taktisch wie ein Anfänger gelaufen. Nur
waren zwei nur rumgeschubst und wenn du da, da fehlen hinten raus die Körner und ich glaube, morgen gewinnt auch die, die taktisch klug läuft. Ich versuche nicht so viel an morgen erstmal zu denken, weil beschäftigt man sich damit und dann, es kommt wie es kommt. Ich will mir eigentlich auch mal morgen gar keinen Plan zum Lauf machen, ich will einfach laufen. Hinten wird gerannt, aber ich wollte mich ja trotzdem gut positionieren, weil nicht, dass sie ja plötzlich weg ist. Ich hätte sonst nichts gehört. Hab nur meinen Trainer gehört gerade.